Dann kommen wir zu Tagesordnungspunkt 10. Das ist die erste Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktion der CDU und von Fraktion Bündnis 90 die Grünen, Drucksache 20/768. Damit aufgerufen wird der Antrag 20/844, wie eben besprochen. Wer bringt den Gesetzentwurf ein? Hier steht Joachim Feilmann für die Fraktion der CDU vereinbarte. Redezeit sind 7:30, was man selbstverständlich auch unterbieten kann. Das Wort hat der Abg. Feilmann. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Es gibt heutzutage kaum noch einen Lebensbereich, in welchem die Digitalisierung nicht auf der To-Do-Liste steht. Ohne digitale Unterstützung ist vor allem die Berufswelt nicht mehr vorstellbar. Es ist daher nur folgerichtig, wenn wir weiter einen Schwerpunkt unserer Anstrengungen im Bildungsbereich derzeit ebenfalls auf die Digitalisierung richten. Zunächst ist damit jetzt sowohl die Landesregierung als auch der Gesetzgeber gefordert, um die Überlegungen, in welcher Form eine sinnvolle Unterstützung bzw. Umsetzung und/oder Ergänzung der Bundesinitiative des Digitalpaktes erfolgen sollen, müssen in konkrete Handlungsgrundlagen übersetzt werden. Unter anderem dient dazu der Ihnen seitens der Regierungsfraktionen CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN vorgelegte Gesetzentwurf zur Förderung der digitalen kommunalen Bildungsinfrastruktur. Wie Sie dem Namen bereits entnehmen können, zielt das Gesetz vor allem darauf ab, den Kommunen seitens des Landes über den reinen Digitalpakt hinaus noch weitere Unterstützung zuteilwerden zu lassen. Der Intention dieses Gesetzes können Sie unschwer entnehmen, wie wichtig es den die Landesregierung tragenden Fraktionen ist, die kommunale Familie dabei zu unterstützen, die bestmöglichen Rahmenbedingungen für die Ausbildung unserer Kinder zu schaffen. Während der Digitalpakt vorsieht, die seitens des Bundes avisierten Mittel in Höhe von rund 372 Millionen Euro für Hessen über die fünfjährige Laufzeit hinweg durch Land und Kommunen um eine Kofinanzierung von 10% zu erweitern, geht Hessen weit darüber hinaus. Sich der Bedeutung dieser Chance, die der Digitalpakt bietet, bewusst, soll die Bundeszuweisung um 25% aufgestockt werden. Und hier will ich auch gleich mit einem Märchen von Herrn Degen, welches er in seinem Pressestatement vom 3.6. zum Besten gab, ein Ende bereiten. Herr Degen, Sie behaupten, dass in diesem ganzen Vorhaben die Kommunen wieder den Hauptteil zu tragen hätten. Zunächst trägt den Hauptteil der Bund. Und darüber hinaus tragen Land und Kommunen je 12,5% der vorgesehenen Kofinanzierung und steigern somit den Bundesanteil um 25% statt 10%, ein absoluter Spitzenwert im Länderkonzert. Bereits dies zeigt einen jeweils hälftigen Anteil. Sollten jetzt noch Darlehen erforderlich sein, trägt das Land zusätzlich jeweils die Hälfte der Zinsen und der Tilgung. Wieder einmal das Schreckgespenst an die Wand zu malen, das Land wolle sich auf Kosten der Kommunen besonders positiv darstellen, wird bei jedem, der einmal die reinen Fakten betrachtet, sehr schnell als Shownummer entlarvt werden. Und noch eines, Herr Degen. Im gleichen Artikel bezeichnen Sie die 500 Millionen Euro Investition als einen Witz. Wissen Sie, Witze sind dazu geeignet, Menschen zum Lachen zu bringen und sich zu freuen. Und ich gebe Ihnen deshalb recht. Denn über diese 500 Millionen Euro freuen sich die Menschen. Das aufbauend auf den Digitalpakt Schule des Bundes aufgelegte Landesprogramm Digitale Schule Hessen ist weit mehr als nur eine Ergänzung der infrastrukturellen Maßnahmen, die das Hauptaugenmerk des Digitalpaktes beinhaltet. Das gesamte Paket im Rahmen der Digitalisierung ist weitaus umfangreicher und beinhaltet eine Fülle an Maßnahmen. Vielleicht erinnert sich der eine oder die andere noch daran, wie wir über die grundsätzliche Problematik der Einführung der Digitalisierung in den Unterrichtsablauf diskutiert haben. Ich hatte damals darauf verwiesen, dass die Landesregierung sich selbstverständlich im Rahmen der Vorgabe der KMK-Strategie Bildung in der digitalen Welt von 2016 bewegt und daher dabei ist, eine Fülle an begleitenden Maßnahmen zu erarbeiten bzw. vorzubereiten, die das Erreichen der Vorgabe im Jahr 2021 ermöglichen. Wir befinden uns also durchaus nicht in der Kreidezeit und machen keineswegs nur zaghafte Gehversuche, wie z. B. das seit etwa 20 Jahren laufende Programm Schule in Zukunft beweist. Meine Damen und Herren, vier Themenfelder haben wir als die tragenden Säulen der Initiative Digitale Schule Hessen definiert.
pädagogische Unterstützung, technische Ausstattung respektive Infrastruktur, gut ausgebildete Lehrkräfte und die Medienkompetenz sowie den Jugendmedienschutz. Lassen Sie mich, und ich denke, es kann nicht oft genug gesagt werden, einmal die wichtigsten Eckpunkte aufzeigen. Da die beste Infrastruktur, die wir natürlich ohne Zweifel benötigen, nichts bringt, wenn sie nicht durch geschultes Personal genutzt wird, ist bereits seit einigen Jahren die Medienbildung ein wichtiger Bestandteil der Fortbildung der Lehrkräfte. Die Hessische Lehrkräfteakademie bietet z.B. regionale Fachtage an, um Schulen die Möglichkeit zu bieten, sich über erfolgreiche Praxisbeispiele auszutauschen. Das zeigt auch auf, dass es schon eine Fülle an Insellösungen gibt, die von einzelnen Schulen entwickelt wurden. Diese zu sichten, zu bewerten und gegebenenfalls in allgemein verwendbare Lösungen umzugestalten, ist eine wichtige Aufgabe. Die wichtigsten Stichworte dabei sind Koordinierung und Standardisierung. In enger Zusammenarbeit mit der Hessischen Landesanstalt für privaten Rundfunk und neue Medien oder dem Projekt Digitale Helden wird der Jugendmedienschutz vorangebracht. Jede Schule benötigt für die schulspezifische Umsetzung der Digitalisierung ein entsprechendes Konzept. Bei der Erstellung bietet die Fachberatung Medienbildung Unterstützung. Übrigens, mehr als die Hälfte der Schulen haben bereits Medienkonzepte. Mit den Universitäten wurde ein Portfolio zur Medienbildungskompetenz für Lehrkräfte entwickelt. Mit dem Schulportal wird eine nutzerfreundliche pädagogische Lern- und Arbeitsplattform im Internet geschaffen, die als sichere Cloud im Internet konzipiert ist. Besonders zu beachten ist auch, dass parallel zum Aufbau der digitalen Infrastruktur und der technischen Ausstattung Standards für die Ausstattung und vor allem die Wartungskonzepte formuliert werden. Und vieles mehr könnte noch genannt werden. Über allem steht, die Chancen zu nutzen, die uns die neuen Technologien bieten, den Unterricht an unseren Schulen in Bezug auf die Ziele des Hessischen Referenzrahmens Schulqualität zu verbessern. Ich kann nur wiederholen, wir sind in Hessen vorne mit dabei. Der Digitalpakt hilft uns, die bisherigen Bestrebungen noch zu intensivieren. Das Gesetz zur Förderung der digitalen kommunalen Bildungsinfrastruktur und zur Änderung des Gesetzes zur Neugliederung der staatlichen Schulaufsicht schafft die grundsätzlichen Rahmenbedingungen, alle Beteiligten am Digitalisierungsprozess in die Lage zu versetzen, zielgerichtet und strukturiert die gestellten Aufgaben abzuarbeiten. Die Fördervoraussetzungen werden definiert, Bewilligungsverfahren geregelt. Diese Grundlagen sind unabdingbar, wenn die gesteckten Ziele erreicht werden sollen. Und daher bitte ich Sie, diesem Gesetz im weiteren Verfahren zuzustimmen und natürlich auch unserem zu diesem Tagesordnungspunkt vorgelegten Antrag der Regierungsfraktion. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Vollmer. Nächster Redner ist der Kollege Kahn für die Fraktion der AfD. Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Es liegen zwei, genauer gesagt, Gesetzesvorhaben vor. Lassen Sie mich mit der Änderung des Gesetzes der Neugliederung der staatlichen Schulaufsicht beginnen. Das ist die gute Nachricht. Der Antrag sieht ja als Option vor, den Sitz des Staatlichen Schulamts in Frankfurt am Main entsprechend zu verändern. Anlass ist eine Kündigung des, oder zumindest eine ausstehende Kündigung des Mietverhältnisses. Und deshalb ist es eigentlich auch naheliegend, dass ein anderer Sitz entsprechend vorgesehen ist. Darüber braucht man eigentlich keine großen Worte zu verlieren. Deshalb können wir diesem Antrag dieses Teils, jedenfalls bei getrennter Abstimmung, vorbehaltlos zustimmen. Anders sieht es bei dem Gesetzentwurf der digitalen kommunalen Bildungsinfrastruktur aus. Wir haben uns in einem früheren Redebeitrag im Zusammenhang des Digitalpakts zwischen Bund und Ländern gegen eine hierfür notwendige Grundgesetzänderung ausgesprochen und aus guten Gründen betont, Bildungsangelegenheiten müssen Sache der Länder bleiben, und zwar in ihrem eigenen Hoheitsbereich. Meine Damen und Herren, es gab auch andere Gründe, nämlich die zur Verfügung gestellten finanziellen Zuweisungen reichen längst nicht aus. Und bereits nach 5 Jahren schlägt die Kostenbelastung beim Land Hessen voll durch. Das im Einzelnen zu wiederholen, ist eigentlich überflüssig. Denn wir haben angemerkt, dass nach Einführung des Artikels
91b des Grundgesetzes im Jahr 2006 zusammen mit Bund und Ländern bestimmte Förderprogramme wie der Hochschulpakt 2020, die Exzellenzstrategie, der Qualitätspakt Lehre und die qualitätsoffensive Lehrerbildung auf den Weg gebracht wurden. Die jeweiligen Verwaltungsvereinbarungen zwischen Bund und Ländern begründen sich also ausdrücklich auf diesen Artikel 91b des Grundgesetzes, und eine Änderung des Grundgesetzes war deshalb aus unserer Sicht nicht nötig, meine Damen und Herren. Dennoch bleiben um den Digitalpakt selbst viele offene Fragen, etwa welche Projekte im ersten Jahr der Förderung angegangen werden sollen, welche Schulen sollen gefördert werden, auch sieht die Förderung und die Mittelverteilung vor, dass mindestens die Hälfte davon an die beruflichen Schulen gehen sollten. Hier halten wir eine finanzielle und curriculare Förderung am dringlichsten, wenn wir unser vielgelobtes duales Bildungssystem nachhaltig fördern wollen. Es muss zudem gewährleistet sein, welche zukünftige IT-Ausstattung für die Schulen überhaupt sinnvoll sind und welche nicht. Sind es digitale Unterrichtsmaterialien oder Endgeräte für Schüler oder beides? Viele Schüler haben Smartphones, Tablets oder PCs im täglichen privaten Gebrauch. Darüber hinaus ist es also notwendig, curriculare Pläne und Konzepte zu entwickeln, wie die digitalen Geräte unterrichtlich eingesetzt werden sollen. Daneben muss es eine Unterstützung vor Ort und Fortbildungsmaßnahmen für Lehrkräfte im Umgang und in der Handhabe von IT-Ausstattungen geben. An diesen wenigen Anmerkungen wird deutlich, man hat zwar einen Digitalpakt beschlossen, ohne aber zuvor ein wirksames pädagogisches Konzept erarbeitet zu haben. Das, meine Damen und Herren, muss schleunigst in die Hand genommen werden. Wir müssen uns darüber bewusst sein, dass bei fortschreitender Digitalisierung in Wirtschaft und Industrie auch die Lehr- und Lernmethoden und Lernziele in den Schulen verändert werden müssen. Erforderlich sind daher Maßnahmen und Unterstützungen beider Ministerien, des für Digitalisierung und des Kultusministeriums. Alles unter der Prämisse, dass in der Euphorie über den Digitalpakt die dringlichsten Probleme an unseren Schulen im Bereich elementarer Lerndefizite dennoch Vorrang haben. Digitale Komponenten können allenfalls Hilfsmittel sein. Sie ersetzen a priori längst nicht die Mängel in Kenntnissen und Wissensbeständen unserer Schülerinnen und Schüler, meine Damen und Herren. Schließlich fordern wir dazu auf, die Stavanger Erklärung mit ihren eindringlich warnenden Befunden zur Zukunft des Lesens an den Schulen und zum Erfolg bei jüngeren Kindern zu studieren. Ich möchte auf diese Metastudie mit 56 Studien und 170.000 Teilnehmern kurz hinweisen. Ich zitiere einige wichtige Punkte. Erstens. Beim Lesen von Papier werden lange Texte besser verstanden als beim Lesen von digitalen Medien. Zweitens. Ohne Verwendung von sorgfältig entwickelten Lehrmethoden kann es bei schnellem Wechsel von Papier zu digitaler Technologie zu einem Rückschritt in der Entwicklung von Grundschulkindern kommen. Gemeint ist damit das Leseverständnis sowie das kritische Denken. Drittens. Schülern und Studenten müssen Strategien beigebracht werden, damit ihnen tiefes Lesen und höherwertige Lernprozesse auf digitalen Geräten gelingen. Viertens, und was vielleicht auch einer der wichtigsten Punkte ist, es bleibt wichtig, dass Schulen und Schulbibliotheken die Schüler weiterhin zur Lektüre gedruckter Bücher motivieren und dafür in den Lehrplänen entsprechend viel Zeit vorzusehen ist. Ich komme zum Schluss, verehrte Kolleginnen und Kollegen. Der Digitalpakt ist beschlossene Sache. Die am 17. Mai unterzeichnete Vereinbarung ist eine Durchführungsbestimmung.
Es macht nun keinen Sinn mehr, das Gesetz zur Förderung der digitalen kommunalen Bildungsinfrastruktur abzulehnen. Eine vorbehaltlose Zustimmung aus unserer Sicht ist allerdings auch nicht angesagt. Deshalb werden wir uns bei diesem Teil des Gesetzesvorhabens der Stimme enthalten. Und noch eine ganz kurze Anmerkung zu dem Dringlichen Antrag, der hier kürzlich eingereicht wurde. Es erscheint mir als eine Unsitte zu sein, kurz vor Ultimo einen Dringlichen Antrag einzubringen. Dazu möchte ich jetzt keine Stellung nehmen. Und ich stelle den Antrag, dass wir diesen Dringlichen Antrag in den KPA überweisen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank, Herr Kollege Kahnt. Nächster Redner für die Fraktion der Freien Demokraten ist der Kollege Promny. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Anfang des Monats hat die Hessische Landesregierung nun endlich verkündet, wie sie gedenkt, den Digitalpakt in Hessen umzusetzen. Dies war zunächst einmal eine gute Nachricht für die hessischen Schulen, die seit geraumer Zeit in den Startlöchern stehen, um die Chancen und Herausforderungen der digitalen Bildung bestmöglich zu nutzen. Viel zu viel Zeit ist bereits ins Land gegangen. Es hat drei Regierungsmitglieder und den Vorsitz in der KMK gebraucht, um anzuerkennen, dass dieses Zukunftsthema offensiv angegangen werden muss. Folgerichtig ist nun der Gesetzentwurf, den wir heute in erster Lesung beraten. Denn dieser ist Voraussetzung dafür, dass die Gelder des Bundes auch an den hessischen Schulen ankommen. Aber die Art und Weise der Umsetzung, die Sie als Koalitionsfraktion gewählt haben, ist falsch. Vor allem zeigt sich einmal mehr, dass Sie bei dem Thema digitale Bildung noch immer mit beiden Beinen auf der Bremse stehen und den Blick im Rückspiegel haben, anstatt einen Gang zuzulegen und sich einmal an die Spitze der Bewegung zu setzen. Sie loben sich dafür, dass der Eigenanteil mit 25% deutlich über den geforderten 10% läge. Aber dies ist doch nur die halbe Wahrheit. Denn der eigentliche Anteil an eigenen, an originären Landesmitteln beträgt 12,5%, also nur 2,5% mehr als gefordert. Weitere 12,5% sind von den Schulträgern aufzubringen und können nur schwerlich in ihre Erfolgsbilanz einzahlen. Hier bleibt das Land Hessen hinter den Erwartungen von allen Beteiligten zurück. Es ist auch kein Geheimnis, dass wir Freien Demokraten der Überzeugung sind, dass die angekündigten 128 Millionen € nicht ausreichen werden, um alle Aufgaben zu bewältigen, die anstehen. Daher haben wir bereits für den Nachtragshaushalt einen Änderungsantrag gestellt, der die Aufstockung um 25 Millionen € in diesem Jahr und die Verdopplung der Bundesmittel in den Folgejahren vorsah. Aber leider sind Sie diesem nicht gefolgt. Sie haben einmal mehr bewiesen, dass Ihr eigenes Engagement nur geringfügig über das Mindestmaß hinausgeht. Dabei geht dieses permanente Aussitzen von Herausforderungen letztendlich zulasten der Zukunftsfähigkeit und der Innovationskraft unseres Landes. Wir Freien Demokraten fordern, dass wir in Hessen endlich zum Vorreiter bei der digitalen Bildung uns entwickeln. Dafür braucht es Mut und vor allem braucht es eine Abkehr von der grundskeptischen Haltung gegenüber dem Neuen, gegenüber der Digitalisierung. Es reicht nicht aus, wenn der hessische Kultusminister in seiner Funktion als KMK-Präsident die Zeichen der Zeit erkennt, aber die Koalition im eigenen Land
nur zögerlich agiert. Wir benötigen die technische Infrastruktur und deren Aufrechterhaltung, die pädagogischen Konzepte, welche Medienkompetenz und Herausforderungen der Probleme einbezieht, die Bereitstellung von digitalen Endgeräten und Lehrmitteln, die bedarfsgerechten und vor allem ausreichenden Qualifizierungsangebote für Lehrkräfte, die Realisierung und Weiterentwicklung von pädagogischen Konzepten und Curricula, aber auch die Bereitstellung von elektronischen Klassenbüchern und Unterstützungsinstrumenten für Lehrkräfte zur Entbürokratisierung und Vernetzung. Und nicht zuletzt, meine Damen und Herren, brauchen unsere Lehrkräfte und Schulleitungen eine einheitliche und sichere Kommunikationsstrategie unter Beachtung des Datenschutzes. Stichwort hier E-Mail für Lehrer und Messenger-Dienste. Und all das kann mit den von Ihnen in Aussicht gestellten finanziellen Mitteln nicht gestemmt werden. Da hilft auch kein frühzeitiges Einfordern eines Digitalpakts II, der nach 2024 greift, sondern was hier in Hessen zählt, ist Ihr eigenes Engagement. Völlig losgelöst vom Sachzusammenhang erscheint jedoch die Änderungsmöglichkeit bezüglich des Dienstsitzes der Lehrkräfteakademie. Eine andere Auffassung als der Kollege der AfD, denn in einem Fraktionsgesetzentwurf enthaltener Blankoscheck für den Kultus- und Finanzminister halten wir für falsch. Selbstverständlich können wir die Bestrebungen, gewisse Aufgaben in die Fläche zu geben, nachvollziehen. Aber dafür braucht es nicht die Aushebelung dieses Parlaments. Und deshalb halten wir den Gesetzentwurf für nicht zustimmungsfähig. Im Übrigen, dass Sie mit heißer Nadel stricken, zeigt ja die Tatsache, dass Sie einen dringlichen Antragsentwurf erst verteilen, während die Debatte angelaufen ist. Vielen Dank. Als Nächstes hat sich Herr May von der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen gemeldet. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir verhandeln heute zwei Punkte, die im Sachzusammenhang zum Digitalpakt gehören. Erstens die Umsetzung der Vereinbarungen zwischen Bund und Ländern. Das Land Hessen hat an dieser Stelle, wie ich finde, beispielhaft gehandelt, da wir nicht nur 10% Kofinanzierung gestemmt haben, sondern zusammen mit den kommunalen Schulträgern einen Beitrag von 25% auf den Weg gebracht haben und damit die Fördersumme auf knapp 500 Millionen Euro gesteigert haben und damit wesentlich mehr an digitaler Technik finanzieren können, als das ursprünglich absehbar war. Ich denke, dass das ein schöner Erfolg ist. Mit den jetzt vereinbarten 500 Millionen Euro sind pro Schülerinnen und Schüler etwa 540 Euro zur Verfügung. Das ist auch wesentlich mehr, als in einer Pressekonferenz von Elternbund und anderen vor einigen Wochen gefordert wurde. Von daher glaube ich, ist das eine Größenordnung, die sich sehr gut sehen lassen kann. Aber es ist auch klar zu sagen, der Digitalpakt zwischen Bund und Ländern ermöglicht Investitionen. Er gibt also einen Rahmen vor. Damit diese Investitionen auch zielgerichtet dafür eingesetzt werden können, wie es sich die Lehrerinnen und Lehrer, wie es sich die Schulgemeinden vorstellen, glauben wir, dass es wichtig ist, dass es dazu eine weitere Vereinbarung gibt. Weil was nützt es, wenn jetzt allerorten verschiedenste Investitionsprogramme in digitale Technik gemacht würden, diese aber dann nicht zu dem passen, was wir an Unterrichtswirklichkeit haben, weil wir Kerncurricula, weil wir Fortbildungskampagnen für den Unterricht vorbereiten. Ich denke, dass es wichtig ist, dass das abgestimmt ist, dass die Lehrerfortbildung, dass das, was wir an Unterrichts
an Kernkorridore haben, dass das dazu passt, was wir an Investitionen machen wollen. Und deswegen war schon im Koalitionsvertrag von den Koalitionsfraktionen das Ziel gesetzt worden, zum Digitalpakt zwischen Bund und Ländern braucht es einen Digitalpakt Land und Schulträger. Und ich bin sehr froh, dass mit der dringlichen Initiative, die zugegebenermaßen ein bisschen spät uns erreicht hat, dass wir auch diese Vereinbarung heute hier verhandeln können. Ich denke, es ist klar, wir brauchen einen hessischen Digitalpakt, der die Initiativen zwischen Land- und Schulträgern zu einem Maßnahmenpaket zusammenführt, um eben die Umsetzung in den Schulen zu ermöglichen. Kollege Feilmann ist dankenswerterweise schon auf einige Details dieser Initiative eingegangen. Der Kultusminister hat die Ideen der Koalition und der Landesregierung auch schon dargestellt und dargestellt, dass es hier eine konzertierte Aktion im Bereich der Lehrerinnenbildung geben wird, die alle drei Phasen umfassen wird, sodass die Lehrerinnen und Lehrer wissen, an welcher Stelle der Einsatz digitaler Medien Sinn macht und an welcher er nur Spielerei ist. Ich denke, die Investitionen, die jetzt getätigt werden, müssen zu dem passen, was an Bedienkompetenz vermittelt werden kann, muss dazu passen, was es an eingängiger Software gibt. Ansonsten gibt es dort die Gefahr, dass die Investitionen, die wir jetzt tätigen, nicht so angenommen werden, wie sie angenommen werden könnten. Und ich glaube, dass im Sinne der Nachhaltigkeit es wichtig ist, dass hier sowohl die Bediener, nämlich die Lehrerinnen und Lehrer, die Schülerinnen und Schüler, die Schulgemeinden vor Ort und diejenigen, die Investitionen machen, zusammengedacht werden. Aber ich will das auch ganz klar sagen, Digitalisierung ist kein Selbstzweck, sondern muss sich an den Kriterien guten Unterrichts orientieren. Ich glaube, dass wir gut damit beraten sind, dass wir einerseits die Vorbereitung auf die digitale Arbeitswelt zum Inhalt machen, aber dass das auch im Kontext gebracht wird. Weil ich glaube, dass eine rein auf Nützlichkeitserwägungen basierende Vermittlung digitaler Technik scheitern muss, sondern dass das wie bei allen Unterrichtsinhalten in einen Kontext gebracht werden muss, sodass Schülerinnen und Schüler auch wissen, wieso und weshalb das gelehrt wird. Klar ist auch, Digitalisierung kann den Unterricht bereichern. Es gibt gute Möglichkeiten, den Unterricht durch digitale Technik neue Chancen zu ermöglichen, beispielsweise durch Simulationen, die ansonsten im Unterricht nicht möglich wären, wenn Sie beispielsweise an die Statistik denken, wenn wir dort an wirken kann. Unterrichtsversuche mit vielfachen Zufallsexperimenten denken oder an physikalische Experimente. Dort gibt es also große Chancen. Aber eines muss auch ganz klar gesagt werden, es gibt auch den guten Unterricht ohne digitales Endgerät, und das wird auch so bleiben. Und bei aller Euphorie sollten wir nicht vergessen, digitale Endgeräte bieten nicht nur Chancen, sondern sie bieten auch Risiken. Wenn wir an Suchtverhalten denken, wenn wir an die Verkürzung von Aufmerksamkeitsspannen denken oder wenn wir an Verhetzung in Filterblasen in sozialen Medien denken, das sind Risiken, die auch durch Schule adressiert werden müssen, weshalb eben nicht nur die Digitalisierung an sich, was sozusagen Lebens- und Arbeitswelt angeht, Inhalt ist, Digitalisierung nicht nur Mittel für guten Unterricht ist, sondern eben auch Metathema ist, dass wir eben die Schülerinnen und Schüler medienkompetent machen müssen. Und ein Punkt ist mir auch noch wichtig zu sagen, Einsatz von digitalen Medien muss altersgerecht erfolgen. Es kann nicht sein, dass wir dort alle Alterskohorten gleich behandeln. In der Grundschule bin ich fest davon überzeugt, dass dort die Kulturtechniken, die seit jeher im Vordergrund stehen, auch weiter im Vordergrund stehen müssen und dass wir an dieser Stelle nur ganz behutsam an den Unterricht gehen sollten. Der Digitalpakt Hessen ist also ein umfassendes Konzept. Ergänzt und bereichert den Digitalpakt zwischen Bund und Ländern. Ich glaube, nur beides zusammen wird dazu führen, dass die Investitionen, die jetzt ermöglicht werden, nachhaltig sind. Wir haben die Kofinanzierung des Bund-Länder-Digitalpaktes übererfüllt, was sonst
kaum im Länderkontext zu finden ist. Wir haben ein umfassendes Konzept auf den Weg gelegt, auf den Tisch gelegt mit unserem Digitalpakt Hessen, in dem wir eben die ganzen Facetten der schulischen Wirklichkeit adressiert haben, von der Lehrerbildung bis hin zum E-Mail-Konto für Lehrerinnen und Lehrer. Schönen Gruß an Herrn Promny. Und ich glaube, das kann sich sehen lassen. Von der Opposition haben wir nichts vorgelegt bekommen. Von daher finde ich die Kritik, die ich hier geäußert habe, ein bisschen vermessen. Wenn Sie das alles so viel besser wissen, freuen wir uns auf Ihre Initiativen. Diesen Antrag, den wir heute zugegebenermaßen etwas spät vorgelegt haben, geht hier in den Ausschuss. Vielleicht bequemt sich der eine oder andere der Opposition, auch mal etwas vorzulegen. Vielen Dank. Danke sehr, Herr May. Für die SPD-Fraktion erteile ich Frau Geist das Wort. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Zuallererst hätte ich die Frage zu stellen, welchen Grund es gibt, wenn von einer Fraktion bzw. von BÜNDNIS 90 die GRÜNEN und der CDU ein Gesetzentwurf vorgelegt wird, warum dann noch ein Antrag dazu gepackt werden muss, noch dazu einer, in dem nichts Neues steht. Also wenn Sie mir diese Frage vielleicht noch beantworten könnten, wäre das hilfreich für uns. Bildung ist nach wie vor der Schlüssel zu gleichen Lebenschancen und sozialem Aufstieg in der Gesellschaft. Keine Frage. Bildung befähigt Menschen, frei zu denken, sich selbst zu entfalten und selbstbestimmter zu sein. Daran hat sich nichts geändert. Was sich allerdings geändert hat, sind die Umstände, unter denen Bildung heutzutage stattfindet. Damit meine ich die digitalisierte Welt, die sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten rasant entwickelt hat. Was sich allerdings in den letzten Jahren nicht entwickelt hat, ist die Digitalisierung an Hessens Schulen. Strategien, Digitalisierungskonzepte, eine angemessene Aus- und Weiterbildung zu qualifizierten Lehrkräften, eine solide technische Ausstattung an Schulen und so weiter und so fort. Und vor dem Hintergrund erstaunt mich den Jubel, den ich hier heute höre über das vorliegende Konzept. All das hätte längst passieren können. Es ist seit 3 Jahren bekannt, dass der Digitalpakt kommt. Aktuell ist es leider immer noch der Fall, dass hessische Schulen der voranschreitenden Digitalisierung hechelnd hinterherrennen und abgehängt werden durch andere Bundesländer, verursacht durch fehlende Maßnahmen, fehlendes Personal oder fehlende Investitionen. Und wie gut, dass die Bundesregierung an diesem letzten Punkt Abhilfe schafft und mit dem Digitalpakt dem Land Hessen 372 Millionen € zur Verfügung stellt. Da sagen wir Danke, liebe Bundesregierung. Diese Mittel helfen uns weiter. Und wie gut, dass die Hessische Landesregierung inzwischen ein Einsehen in die Bedarfslagen unserer Schülerinnen und Schüler hatte und ihre Blockadehaltung zum Digitalpakt aufgegeben hat. Das vorliegende Gesetz ist ein erster Schritt zur Umsetzung des Digitalpaktes, aber es wirft auch zahlreiche und bisher nicht beantwortete Fragen auf. So hat die Landesregierung, wir haben es gehört, festgelegt, dass der vom Bund geforderte Anteil bei der Finanzierung von Land- und kommunalen Schulträgern von 10% auf 25% erhöht wird. Das bedeutet, dass Land und Kommunen den Betrag von 124 Millionen € jeweils zur Hälfte finanzieren. So steht es im Gesetzentwurf, anders als in Ihrem Antrag, in dem steht, damit erhöht Hessen die in dem Bund vereinbarte Eigenbeteiligung von 10% auf 25%. Kein Hinweis darauf, dass die Hälfte von den Kommunen finanziert wird. Aus diesen 124 Millionen € sollen knapp 14 Millionen € an landeseigene Pflegeschulen sowie für landesweite und länderübergreifende Maßnahmen zur Verfügung stehen.
Maßnahmen also, die nicht in der kommunalen Zuständigkeit liegen und demzufolge aus Landesmitteln finanziert werden sollen. Die verbleibenden 110 Millionen € kommen den kommunalen Schulträgern, den Ersatzschulen und dem LWV als Darlehen der WIBank zur Verfügung gestellt, mit einer Laufzeit von bis zu 10 Jahren. Zins und Tilgung, entnehmen wir dem Entwurf, tragen zur Hälfte die Kommunen und zur Hälfte das Land. Weshalb das Land für die Kommunen festlegt, in welcher Form sie ihre Komplementärfinanzierung auf die Beine stellt, erschließt sich mir nicht zur Gänze. Nur wenn es schon so im Detail geregelt wird, hätte ich erwartet, dass den Kommunen in diesem Gesetz auch schon die Zinskonditionen und die damit entstehende Zinsbelastung mitgeteilt wird. Es ist vorgesehen, dass die Kommunen einen Eigenanteil von bis zu 62 Millionen € erbringen sollen. Da die Hälfte der verbleibenden durch Land und Kommunen zu finanzierenden 110 Millionen € sich rechnerisch jedoch auf 55 Millionen € belaufen, stellt sich die Frage, woher die Differenz kommt. Könnte das vielleicht der Kommunalanteil bei der Zinsbelastung sein, oder gibt es andere Gründe, warum hier das so angesetzt wurde? Sie sehen, es gibt Fragen über Fragen, und ich gehe davon aus, dass wir diese Fragen im KPA umfangreich erörtern werden. Soweit zum Rechenwerk. Viel grundlegender stelle ich mir allerdings die Frage, wie Sie einen Gesetzentwurf vorlegen können, in dem ein ganz wesentlicher Teil nicht finanziert ist. Gemeint sind hier die weiteren Maßnahmen, die, ich zitiere, in Kultushoheit sichergestellt werden müssen, wie die pädagogische Beratung der Schulen zum Einsatz der digitalen Technologien im Unterricht, die Anpassung der curricularen Vorgaben zum Kompetenzaufbau der Schülerinnen und Schüler, die Qualifizierung des Lehrerpersonals. Die digitale Teilhabe ist entscheidend in der heutigen Zeit, in der sich sozial, wirtschaftlich, politisch vieles nicht mehr analog abspielt. Und deswegen hat Schule den Auftrag, Schülerinnen und Schüler angemessen auf das Leben in der künftigen Gesellschaft vorzubereiten, ihnen Hilfestellung bei ihrer Entwicklung zu einem Menschen mit Verantwortung zu geben und sie zu ermutigen, sich kulturell, gesellschaftlich und politisch zu beteiligen. Der Einsatz von digitalen Medien erleichtert nicht nur das Verständnis für einen kritischen Umgang mit den Gefahren des Netzes, es verbessert auch die Qualität und Chancengleichheit unseres Bildungssystems und die Möglichkeit zu binnendifferenzierten Unterrichtsangeboten. Doch es gibt nicht nur Schattenseiten der digitalen Welt. Digitale Medien vereinfachen den Zugang zu Wissen, optimieren Lernprozesse. Augenblick, Frau Geis, es ist sehr unruhig. Danke. Und ermöglichen eine Bandbreite an Arbeitsmaterialien, die jederzeit und von überall aus zugänglich sind, vorausgesetzt, man hat funktionierenden Zugang im Internet. In der heutigen Zeit ist es zwar einfach, an Informationen zu gelangen, aber es war selten so schwer, ihre Glaubwürdigkeit zu beurteilen. Schülerinnen und Schüler und auch Schulen und Lehrkräfte dürfen auf dem Weg zur Selbstbestimmung und kritischen Analysefähigkeit nicht im Stich gelassen werden. Es ist Aufgabe des Bildungssystems, Medienkompetenz zu entwickeln, die Kinder und Jugendliche schützen und sie ermutigen, kritisch zu denken und Aussagen zu hinterfragen. Alle Schulen in Hessen sind aufgefordert, ein für die jeweilige Schülerschaft geeignetes medienpädagogisches Konzept zu entwickeln. Kommen Sie zum Schluss, bitte. Ja, dabei haben Sie in den letzten Jahren wenig Unterstützung erfahren. Raus aus der Kreidezeit hin zu einer Schulausbildung mit digitalen Konzepten. Getreu diesem Motto rettet der Digitalpakt Hessen davor, auch die nächsten Jahre die digitale Revolution zu verschlafen. Hessens Schulen warten weiterhin auf eine Strategie und ein durchdachtes Medienkonzept. Die Mittel müssen in Anwendungsbetreuung, Ausstattung und mehr Personal investiert werden. Dafür braucht es ein vernünftiges Rahmenkonzept. Bitte letzter Satz, Frau Geis. Hessen darf nicht länger hinterherhumpeln. Bildung hat einen hohen Stellenwert, deshalb darf sich auf dem Digitalpakt nicht ausgeruht werden. Herzlichen Dank. Danke, Frau Geis. Für die Fraktion der Linken hat sich Frau Kula gemeldet.
Ja, sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der vorliegende Gesetzentwurf der Landesregierung zur Umsetzung des Digitalpakts ist mal wieder der Beweis für die Planlosigkeit der hessischen Bildungspolitik unter Schwarz-Grün. Der Entwurf trotzt von Ungereimtheiten, offenen Fragen und vor allem, das hat Kollegin Geis schon gesagt, von Konzeptlosigkeit. Der Kultusminister beschränkt sich hier auf Finanzierungsfragen, lässt aber jegliche inhaltlichen und konzeptionellen Ambitionen vermissen. Und daran ändert auch wirklich der jetzt vorgelegte Dringlichkeitsantrag überhaupt nichts. Ich finde das auch ein bisschen schade, dass sowas dann so schnell noch eingereicht wird. Das muss nicht unbedingt sein, vor allem, wenn nichts Neues drinsteht. Aber selbst die im Entwurf geregelten Aspekte der Finanzierung und Verteilung der Mittel werfen Fragen auf. Grundsätzlich zu bemängeln ist die kurze Geltungsdauer des Gesetzes. Das hatte Herr Promny vorhin schon angesprochen. Diese ist auch auf 5 Jahre begrenzt, genauso wie die Bundesvereinbarung zum Digitalpakt. Die Ausstattung der Schulen, egal ob digital, baulich oder analog, ist aber eine Daueraufgabe der Schulträger. Nach 5 Jahren müssen möglicherweise erste Geräte ausgetauscht, gewartet oder neu angeschafft werden. Und die damit verbundenen Stellen in der Administration und in der IT-Technik müssen ja auch weiterfinanziert werden. Der Digitalpakt, auch wie er in Hessen nach diesem Gesetz ausgestaltet ist, bleibt eine Anschubfinanzierung. Notwendig wäre aber eine Dauerförderung. Und selbst diese Anschubfinanzierung bleibt weit unter dem konkreten Bedarf an hessischen Schulen und könnte ohne große Anstrengung deutlich höher ausfallen. Schaut man sich die Summen, um die es geht, etwas genauer an, zeigt sich nämlich, dass die Mittel zum einen ungerecht verteilt werden sollen und zum anderen bei Weitem nicht ausreichen. Insgesamt stehen in Hessen rund 500 Millionen Euro zur Verfügung. Davon kommen 372 Millionen Euro vom Bund. Das Land Hessen und die Schulträger sollen gemeinsam 124 Millionen Euro aufbringen. Nun sieht dieser Gesetzentwurf vor, dass diese 124 Millionen Euro zur Hälfte durch Landesmittel und zur Hälfte durch Schulträger übernommen werden sollen. So kommt man dann eben auch auf die 25%, die die Landesregierung den Medien als Eigenanteil verkauft. Es wurde schon gesagt, das geht gar nicht. Richtig ist, dass in der Bundesvereinbarung nur von 10% Eigenanteil die Rede ist und somit Hessen einen wesentlich höheren Eigenanteil bezuschussen wird insgesamt. Was aber der Kultusminister nicht erwähnt, ist, dass die 25% eben nicht nur vom Land kommen, sondern zur Hälfte von den Schulträgern, also den Kommunen, aufgebracht werden müssen. Das gehört dann auch zur Wahrheit dazu, und mit fremden Federn schmückt man sich nicht. Auch wenn das die Landesregierung tatsächlich sehr gerne macht. Denn es ist mitnichten so, dass die Kommunen mit der Regelung in der Bundesvereinbarung allein die 10% hätten tragen müssen, wie es teilweise auch behauptet wird. Es wäre durchaus möglich gewesen, den Anteil der Kommunen auf ein Minimum zu beschränken und somit die Schuldenlast nicht auf die Kommunen umzuverteilen. Im Jahr wird das Programm das Land Hessen rund 12,5 Millionen Euro Eigenanteil kosten, inklusive der Bundesmittel. Sind das dann pro Schülerinnen und Schüler nur rund 108 Euro im Jahr. Es stellt sich jetzt schon die Frage, wie von diesem Betrag flächendeckend Schulen digitalisiert, trotzdem die Lernmittelfreiheit garantiert, Wartung und Weiterbildung finanziert werden sollen. Die simple Antwort lautet: gar nicht. Was hier von Schwarz-Grün geleistet wird, ist die fortgeführte Mangelverwaltung eines strukturell unterfinanzierten Bildungssystems. Was Hessens Schulen brauchen, ist endlich mehr Mut in der schulischen Investitionspolitik. Die Landesregierung will die Mittel nämlich nach einer bestimmten Logik verteilen, die ungerecht und nicht nachvollziehbar ist. Die Fördermittel des Digitalpaktes sollen nach Schülerzahlen vergeben werden. Schwarz-Grün hat nach diesem Verfahren Kontingente errechnet, welche den einzelnen Schulträgern zur Verfügung stehen sollen. Ein Beispiel: Das Kontingent des Landkreises Fulda, also Bundeszuschuss plus der Kofinanzierung, weist rund 9,4 Millionen Euro aus. Das Kontingent der Landeshauptstadt Wiesbaden allerdings 20,6 Millionen Euro. Jetzt spricht die Landesregierung davon, dass dieser Zuweisungsschlüssel nachvollziehbar und gerecht sei. Ich sage Ihnen, dass diese Form der Finanzierung nicht dazu führen wird, dass die hessischen Schulen flächendeckend mit digitaler Infrastruktur ausgestattet werden können. Denn die Voraussetzungen unter den Kommunen in Hessen sind doch sehr unterschiedlich.
Ziel sollte es doch sein, einen einheitlichen Standard an allen hessischen Schulen hinzubekommen, sodass alle Kinder in Hessen, egal ob in Gebieten mit weniger Schülerzahlen oder in Ballungsräumen, die gleichen Bildungschancen haben. Deswegen wäre in der Verteilung der Mittel durchaus auch der Bedarf ein zu berücksichtigender Faktor gewesen. In dieser Form verstärkt das Gesetz daher eher die existierenden Ungleichheiten. Ein weiterer Kritikpunkt in dieser Vorlage ist die Vorstellung der Landesregierung, wie Digitalisierung umzusetzen sei. Die einzige konkrete Antwort, die Schwarz-Grün liefert, ist die Anschaffung von digitaler Infrastruktur. Es fehlen gänzlich jegliche pädagogischen Konzepte. Frau Kula, lassen Sie eine Zwischenfrage zu. Ich glaube, der Herr May kann vielleicht auch noch gleich in eine zweite Runde gehen, dann können wir uns mehr austauschen. Das war also nein. Nein. Sie schieben hier die Verantwortung auf die Schulen. Diese sollen Konzepte entwickeln und untereinander austauschen. Was Sie aber vielleicht nicht bekommen, ist doch, dass Ihre eigene Arbeit so auf die Lehrkräfte abwälzen, welche Ihnen doch bereits in den letzten Jahren mit etlichen Überlastungsanzeigen verdeutlicht haben, dass Sie nicht mehr können, und Sie wollen Ihnen weitere Lasten aufbürgen, die Sie selbst verschlafen haben. Das ist nicht in Ordnung. Selbstverständlich gibt es Schulen, die eigene pädagogische Konzepte für den Einsatz digitaler Medien im Unterricht erarbeitet haben. Aber ein Kultusministerium muss doch den Anspruch haben, nicht nur vom Primat der Pädagogik zu reden, sondern auch konkret mit Maßnahmen zu füllen, um die Lehrkräfte nicht allein im Regen stehen zu lassen. Das Mindeste wäre aber gewesen, den Lehrkräften die Lehrdeputate für neue Aufgaben zu erhöhen. In der Frage der Konzeption fällt das hessische Kultusministerium sogar hinter die KMK zurück. Diese hat sich für eine fächerübergreifende und fächerverbindende Vermittlung von Medienbildung und für eine entsprechende Grundqualifikation aller Lehrkräfte in der Ausbildung ausgesprochen. Nichts davon wurde vorgelegt. Auch andere Aspekte wie die soziale Benachteiligung oder die drohende Kommerzialisierung durch Digitalisierung sind für Sie scheinbar kein Thema. Sie haben ja nicht einmal vorgelegt, und das hat Frau Geis schon angesprochen, wie Sie die angekündigte Aufstockung der Lehrerfortbildung umsetzen oder finanzieren wollen. Sind diese Mittel überhaupt in diesem Programm eingespeist? Nein, ich glaube nicht. Sie scheinen nicht einmal zu wissen, wie viel Sie dafür überhaupt ausgeben wollen, geschweige denn, welche Kompetenzen denn genau mit den Fortbildungen vermitteln wollen. Denn bei allem Respekt, Herr Faillmann, es geht nicht darum, Menschen beizubringen, wie man auf einem Whiteboard rumtippt und was das alles technisch kann, sondern es geht darum, den Lehrkräften zu vermitteln, Kompetenzen zu vermitteln, wie man damit pädagogisch arbeitet. Und diese Lehrerfortbildungen fehlen. Kommen Sie zum Schluss, bitte. Ich komme zum Schluss. Insgesamt ein wirklich dürftiges Ergebnis, was Sie uns hier vorlegen. Da bleibt nur zu hoffen, dass die Beteiligung von drei Ministerien nicht dazu führt, dass die pädagogischen Herausforderungen hinten runterfallen. Vielen Dank. Danke, Frau Kula. Zu einer Kurzintervention hat sich gerade noch rechtzeitig Herr May gemeldet. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Dafür werde ich die zwei Minuten nicht ganz ausschöpfen. Liebe Frau Kula, ich hätte Sie ja darauf hingewiesen, hätten Sie die Zwischenfrage zugelassen, dass da bei Ihrem Rechenbeispiel mit dem Landkreis Fulda und der Landeshauptstadt Wiesbaden, dass das ganz einfach ist. Sie müssen einfach berücksichtigen, dass die Stadt Fulda selber Schulträger ist. Und wenn Sie den Beitrag für die Stadt Fulda und den Landkreis Fulda zusammenziehen und das dann in Relation zur Landeshauptstadt machen, dann sehen Sie, dass das alles ganz einfach und nachvollziehbar ist. Von daher, wenn Sie sich hier so aufregen, dass das alles irgendwie so furchtbar ungerecht sei und so schwer nachzuvollziehen, dann fragen Sie doch einfach nach. Die Informationen sind öffentlich zugänglich, aber es ist alles etwas einfacher, als Sie das hier dargestellt haben. Danke, Herr May. Frau Kula, Sie haben Gelegenheit zur Antwort. Sie verzichten. Dann spricht für die Landesregierung Herr Kultusminister Lorz. Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Über den gesellschaftlichen Wandel haben wir ja bereits heute Morgen im Kontext von Schule intensiv diskutiert. Und dazu gehört ohne jeden Zweifel auch die Digitalisierung. Sie ist dabei, unsere Gesellschaft fundamental zu verändern. Und da Schule ja immer das Spiegelbild von Gesellschaft ist, wird sie natürlich auch unser Bildungssystem tiefgreifend verändern. Und unsere Herausforderung besteht darin, ihre Chance zu ergreifen, ohne deswegen unsere tradierten Kulturtechniken aufzugeben. Lesen und Schreiben, übrigens auch das Schreiben mit der Hand, werden auch in der digitalen Welt von zentraler Bedeutung bleiben. Und natürlich auch die Risiken dieser Entwicklung stets im Blick zu behalten.
aber vor allem geht es um die Chancen, meine Damen und Herren. Digitalisierung in der Schule muss dem Vorrang der Pädagogik folgen. Neue Lernformen und digitale Methoden sollen den Unterricht bereichern, nicht ihn bestimmen. Aber wenn sie das tut, dann eröffnen sie uns ganz neue Möglichkeiten zur individuellen Förderung aller unserer Schülerinnen und Schüler und zur Entfaltung ihrer Talente und Begabungen beizutragen. Und das, wenn das richtig gemacht wird, übrigens auch ohne eine Zusatzbelastung der Lehrkräfte, weil sie ihnen die Arbeit erleichtert, weil sie die pädagogische Durchschlagskraft der Methoden, die unsere Lehrerinnen und Lehrer anwenden, ganz erheblich erhöhen kann, weil wir damit dem Ideal der individuellen Förderung unserer Schülerinnen und Schüler viel näher kommen können. Und das, meine Damen und Herren, das wissen Sie schon aus der Debatte heute Morgen, das ist für mich das übergeordnete Ziel und, wenn Sie so wollen, meine Zukunftsvision von Schule. Und damit stellen wir uns die Frage, was brauchen wir dafür, meine Damen und Herren? Wir brauchen eine digitale Grundausstattung, die zu den pädagogischen Konzepten passt, gut ausgebildete Lehrkräfte, und das muss alles ineinander greifen. Und deswegen haben wir bei unserer Strategie Digitale Schule Hessen das alles gleichermaßen im Blick. Technische Infrastruktur, die pädagogische Unterstützung, die Qualifikation der Lehrkräfte und nicht zu vergessen Medienkompetenz und Jugendmedienschutz. Aber, meine Damen und Herren, pädagogische Konzepte und die dazugehörige Ausbildung kann man doch nicht per Gesetz festlegen. Oder wie stellen Sie sich das vor, Frau Kollegin Kula? Wollen Sie jetzt die Zahl der Seminare, die von der Hessischen Lehrkräfteakademie anzubieten ist, in ein Gesetz hineinschreiben? Das sind Dinge, das ist die originäre pädagogisch-konzeptionelle Arbeit, und die leisten wir natürlich im Kultusministerium. Wofür wir ein Gesetz brauchen, und das ist genau das, was in dem hier zur Beratung stehenden Gesetzentwurf geregelt wird, das ist natürlich die Frage, wie und unter welchen Voraussetzungen können die ganz erheblichen Investitionsmaßnahmen getroffen werden? Wie werden die Gelder vergeben? Wie werden die Antragsverfahren geregelt? Was sind da die Kriterien? Und deswegen konzentriert sich dieser Gesetzentwurf logischerweise auf die Bereitstellung der informationstechnischen Infrastruktur. Aber das bedeutet auch nicht, dass wir die anderen Dinge nicht im Blick hätten, meine Damen und Herren. Reden wir also, bleiben wir bei dem Gesetzentwurf, reden wir über diese Bereitstellung der informationstechnischen Infrastruktur. Dabei setzen wir zum einen den mit dem Bund geschlossenen Digitalpakt um. Und die Zahl ist schon genannt worden. Daraus fließen in den nächsten 5 Jahren 372 Millionen Euro für diesen Zweck an die vor allem kommunalen Schulträger. Und dafür sind wir sehr dankbar. Und Frau Kollegin Geis, Sie meinen, wir müssten den Dank der Bundesregierung abstatten. Das tue ich sehr gerne, denn es war schließlich eine CDU-Ministerin, die den Digitalpakt vorgeschlagen hat. Und es war auch eine CDU-Ministerin, die ihn jetzt umgesetzt hat. Also ich habe da überhaupt keine Probleme damit, das zuzugeben. Wir als schwarz-grüne Landesregierung packen da aber auch noch eine ganz erhebliche eigene Kraftanstrengung drauf. Das sind die 25%, um die wir gemeinsam mit den Kommunen, auch da habe ich keine Probleme damit, das zuzugeben, dieses Investitionsprogramm noch einmal aufstocken. Das ist mehr als das Doppelte von dem, was wir nach der Vereinbarung mit dem Bund leisten müssten. Und, meine Damen und Herren, dem Bund ist es egal, ob diese Eigenfinanzierung vom Land oder von den Kommunen kommt. Und da machen sich andere Länder einen wesentlich schlankeren Fuß als wir. Bei uns ist das etwas, was Land und Kommunen freiwillig übernehmen, also in der Höhe, die über die 10% hinausgeht, freiwillig übernehmen, weil sie sich der Bedeutung dieser Aufgabe wohl bewusst sind. Und damit bringen wir die Gesamtsumme dieses Programms auf gut 500 Millionen Euro und setzen uns, jedenfalls soweit ich das bisher beurteilen kann, an die Spitze der deutschen Länder, meine Damen und Herren. Und es bleibt das Geheimnis der Freien Demokraten, wie man mit dem Platz an der Spitze hinter den Erwartungen zurückbleiben kann. Von diesem Programm werden alle profitieren. Allgemeinbildende wie berufliche Schulen, Schulen in Landesträgerschaft und genehmigte Ersatzschulen. Und wir haben uns entschieden, auch die Pflegeschulen mit in dieses Programm aufzunehmen, damit auch wirklich niemand außen vor gelassen wird. Daraus werden sich Anschlüsse, Serverlösungen, WLAN-Ausleuchtung, Präsentationstechnik und in einem gewissen Ausmaß sogar Endgeräte finanzieren lassen. Und parallel dazu entwickeln wir beispielsweise unser Schulportal Hessen zur flächendeckenden Einsatzreife, eine nutzerfreundliche pädagogische Lern- und Arbeitsplattform, die über einen einfachen, einheitlichen, orts- und zeitunabhängigen Zugriff das tägliche Lehren und Lernen unterstützen und gestalten soll. Wir verstärken unsere Qualifikationsanstrengungen und werden gemeinsam mit dem Digitalministerium neue Konzepte zur verantwortungsvollen Mediennutzung entwickeln. Und das alles, meine Damen und Herren, steckt nicht im Digitalpakt. Deswegen auch nicht in diesem Gesetzentwurf. Das kommt alles noch obendrauf, auch obendrauf auf die 25%. Das finanzieren wir nämlich alles aus originären Landesmitteln, und Sie werden das im Haushalt sehr wohl wiederfinden. Vor allem aber wollen wir die Umsetzung
als Prozess gestalten. Denn es glaubt doch niemand, der sich die Entwicklung der Digitalisierung in den letzten Jahren angeschaut hat, dass wir heute schon vorhersagen könnten, auf welchem Standard wir eigentlich in 5 Jahren arbeiten werden. Das wird ein kontinuierlicher Prozess sein, den werden wir auch permanent begleiten, evaluieren und auch permanent neu justieren müssen, was etwa die Ausstattungsstandards, was dann natürlich auch die dadurch ermöglichte pädagogische Methodik anbetrifft. Und deswegen ist für uns auch besonders wichtig, dass wir das im Dialog tun mit allen Beteiligten. Deswegen werden wir diesen Prozess mit Fachtagungen starten. Deswegen werden wir einen Praxisbeirat Digitalisierung einrichten und unseren Lehrerinnen und Lehrern ein Netzwerk zum Austausch untereinander bieten. Und zu diesem Prozess und zu diesem Dialog gehört natürlich auch die Anhörung zu diesem Gesetzentwurf im KPA, von der ich mir noch viele gute Ideen verspreche und auf die ich mich daher auch sehr freue. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Staatsminister. Wir sind am Ende der ersten Lesung des Gesetzentwurfs angelangt und überweisen ihn zur Vorbereitung der zweiten Lesung in den KPA und mitberatend in den Digitalausschuss. Und mit dem mit aufgerufenen dringlichen Antrag verfahren wir genauso.